Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Transistor. Eigentlich wollte ich ja ein ganz anderes Spiel spielen. Nämlich Sam und Max. Aber da hatte ich Probleme mit der Auflösung beim Aufnehmen. Das hat er irgendwie nicht machen wollen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich dann einfach Transistor. Eigentlich sollte was Neues kommen, aber so ist das jetzt nun mal. Und ich weiß nicht, was wir hier noch installieren müssen. Das da müssen wir machen. Was ist das? Crasht die Ziele auf den Benutzer. Ich mach das mal einfach hier hin. Es tut mir leid, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht, warum das immer hier ist. Ja. Dann gehen wir mal wieder zu dem Wetterlage-Ding. This isn't a vote. It's a choice. Liste. Wetterlage-Änderungseinstellung verfügbar. Neue Wetterlage einstellen. Schnee! A little snow should match the decor. Ja, also ich freue mich nicht falsch verstehen. Ich freue mich, ich bin gerade voll in Sommerstimmung und ich liebe Look at Sommer, aber. this. You got the key to the city. Aber Schnee! Yeah, Mann. Ich habe es mir irgendwie schöner vorgestellt, aber Anything mega. else before we head up? Ich weiß nicht, sag du's mir. Oh. Alter, ich bin der Boss. Terminal Maybe it's Diagnostik. right. Volkszählung. Was ist hier? Tell us something we don't know. Ein oder mehrere OVC Terminal Diagnostiken fehlgeschlagen. Kritischer Fehler. Wow. Wow. Surprised those still work. Also, wenn es das mal nicht gebracht hat, ne? Hier kamen wir her, da ist nichts mehr. Das wüsste ich. Da läuft alles. Ajo. Oh, Partikel. Lady, we found her. Body's gone, but her trace is with us. Hier war das? Boah, We can still get through. Ich habe schon wieder so lange keinen Transistor gespielt, dass ich mir total. Ich weiß, wir gehen jetzt gerade zurück zu Hello, world. seiner Leiche. You don't look so good. Dumm. Almost there. Last member of the Camarada. He'll be expecting us. Ich halte schon mal meine Hand bereit für die Space-Taste. Look out. Mann. Es gibt die Young Lady und einen Mann. Ah, guck, jetzt haben wir den schon wieder. Das checke ich nicht, ne? Okay, einmal gedrückt. Können wir nicht noch einmal machen? Was? Was? Ich habe ein. Warum? Warum? Okay, was macht das nochmal? Es geht. Wo ist denn. Oh nein, das ist mein Breach. Hieß es Breach? Weg gerade. Nee, er war rückgängig. Dann machen wir hier erstmal richtig viel drauf machen. Passiert gar nichts. Yeah, so gehört sich das. Geschalter Status flink. Ah, der ist unsichtbar und der ist flink. Lass mich mal gucken. Kann ich dem jetzt was tun? Nein, der ist maskiert. Alles klar. Zurück. Da muss es halt so sein. Das will ich gar nicht. Meucheln und gewechselt. Nein, erstmal die 2. Und die 2. Boah, macht das einen Schaden, wirklich? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Na gut, machen wir mal so. Ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen. No, you don't. Ah, der heilt sich ja wieder. Stopp, stopp. Frisur? Ist das die Frisur von dem Mann? Was zur Hölle? Der ist immer noch maskiert. Oh, komm schon. Wo ist der an? Der ist auch maskiert. Nee, der ist unsichtbar. Alles klar. Dann halt nur die Frisur.
ist ja nicht so, als müsste man das jetzt verstehen, ne? Warum die Haare da abgehen. Komm schon! War das die Notfalltüren jetzt gerade? Unsichtbar, flink. Ich verstehe einfach nicht, was ich hier gerade machen soll. Die sind, wenn die alle unsichtbar sind. Also ich verstehe, dass ich kein Leben habe. Nein, da will ich gar nicht hin. Ich will doch da rein. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin, dass sie mich nicht kriegen? Hier. Ja, und nun? Kinders, was macht ihr da? Hä? Krieg ich ihn jetzt? Ja. Blöderweise macht das nur nichts. Keine Anhäufung. Oh nein. Oh, ich habe ja richtig schlechte Fähigkeiten. Das ist das, was über Zeit geht. Nein! Wirklich? Oh, ha, ha. Okay, dann wechseln wir ihn. Wie kann das sein? Er ist doch unser Freund. Oh. Oh. Warte mal, der crasht aber unser Verbündeten-Ding. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das finde. Der ist nicht unsichtbar. Jo, keine Anhäufung. Komm. Geh fad. Nee, komm, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte hier hintergehen. Ach ja. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr Männer, die mich dann nerven. Stopp! Frisur. Stopp. Okay. Komm schon. Ah! Wow, 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 wow. Das war schon wieder fast knapp, würde ich sagen. Und dann sprinten wir mal hier durch und gehen wieder hier in unser Versteck. Da fühle ich mich hier nicht wohl. Also die Ladies haben mir besser gefallen. Möchte ich gerade mal sagen. Ach guck mal, der heilt sich gar nicht. Ich habe das vorhin so verstanden, dass der sich heilt. Aber das macht er gar nicht. Der verliert ja nur über Zeit Leben, was wir hier mit unserer Fähigkeit, mit der 2. One to go. 3, 2. Nee, der kann sich nicht verstecken. Oh, und jetzt gibt's keine Anhäufung, wirklich. Ich bin traurig. Ja, ich glaube, der ist irgendwie festgebackt, kann das sein? Tolle Runde. Okay. Hat ja jetzt nur irgendwie 10 Minuten gedauert. Oh, was ist das? Void. Verstärkend depressiv. Lähmt Angriff und Verteidigung des Ziels. Wird 3-mal angehäuft. Verstärkt Wirksamkeit und Effekte der meisten Funktionen. Erhöht die Basisschadenswirkung für jede Funktion. Das ist natürlich ganz cool. Destruktiv, kinetisch. Schlägt Ziel in der Nähe mit enormer Kraft nach oben. Erhöht den kinetischen Aufschlag oder die Effektdauer der meisten Funktionen. Verletzt Ziele durch Kontakt während der Ausführung von Turn. Kall oder Void? Hm. Das ist ja nicht so einfach. Also hier finde ich es eigentlich ganz cool, dass es auf jeden Fall 3-mal angehäuft werden kann. Lähmt Angriff und Verteidigung des Ziels. Steigt Ziele mit enormer Kraft nach oben. Ach, das ist ja der Aktiv-Slot-Effekt. Wir gucken ja eh bei Upgrade. Erhöht den kinetischen Aufschlag oder die Effektdauer der meisten. Ach komm, ich nehme das. Ich muss gerade meinen Schluck trinken. So. Entweder bekommen wir noch einen Upgrade-Slot oder wir brauchen mehr Energie.
Der Speicher. Mehr Memory, sorry. So, Begrenzer, Bonus-Level. Ne, Level-Bonus 2. Keine automatische Aktivierung mehr von Turn bei niederer Benutzergesundheit. Da fällt also unser Notfall-Turn weg. Benutzer überlädt mehrere Funktionen gleichzeitig. Wow. Ey, ich nehme das. Das andere ist ja Selbstmord. Ist das kein Speicherpunkt? Nein, okay. Wir kamen hierher, das weiß ich nicht. Was ist das denn? Ein fliegender Computer? Hey, look. Begin. This is Royce Brackett of the Camerata, communicating via proxy. I am calling for a truce. See, I'd very much like for the process to, well, stop doing what it's doing. And my conjecture is you'd very much like that too. Assuming I am right, then come along and we'll sort this out. Maybe we can sort this out. We'll see about that. Tja, das sagt man immer so hinterher, ne? Wenn man schon so viel Schaden angerichtet hat. Da! Da! Could have sworn I left my body right here. Ja. Werde ich jetzt auch schwören können. Okay. OVC Terminal. The transistor. What can it do? What can it really do? Well, it can build a bridge. For example, that's something. People want a bridge to Fairview, sure. Why not? It's settled. Have a beautiful new bridge. It's good for more than just bridges, of course. Why, it can make just about anything happen. Really. Transistor ist doch unser Schwert. Wieso kann das Brücken bauen? Cloudbanks abgelegen, sein schönster Ausflugsort. Ah ja, das hatten wir schon mal. Autorisieren. Ja, stimmt. Okay. Ich meine, wenn es so einfach ist, eine Brücke zu bauen, dann hätte man das auch ohne Abschirm machen können. Normalerweise macht man das ja, weil es irgendwie ewig dauert, so ein Bau, weil irgendwas abgerissen werden muss und so. Und hier ist zwar so zack und fertig ist. Ich würde gerne mal ranzoomen. Ach, das ist das Schneewittchen, stimmt. Fairview, näher kommen. Status im Bau. Ah, das ist hier. Ich dachte, das wäre die Status. Let's go meet Royce. Royce. Hallo. The process can't be stopped. Can't be stopped. However, process could be impelled to simply go away. Take its business elsewhere. And we'll be well enough alone. As for the town, we'll have ourselves a blank canvas. And as for the transistor, we'll have ourselves a brush. Boah, das ist irgendwie, ich weiß nicht, dann würden wir einfach nur jemand anderen... Boom, boom, da haben wir sie wieder. Wo ist denn hier mein Bridge? Neue Upgrades dort verfügbar, yeah. Dankeschön. Installation entfernen, installieren. Das muss ja wieder... Ah, da haben wir verloren. Alles seine Richtigkeit haben. Das ist wieder drin. Ist das... Dein, das ist auch noch nicht drin. Das kommt hier hin. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Was macht das nochmal? Ruft einen Verbündeten herbei. Sollen wir das vielleicht mal als... Ah, das ist mit den Cellspawns verhindern. Uiuiuiui. Verschließt. Verschießt. Bläh. Ja, das ist gerade kaputt. Ach so, das ist normalerweise hierfür der Upgrade. Ich verstehe. Komm, wir machen das mal als Aktiv-Slot. Was war das nochmal, das Passive, wenn es doch, hier, möglichst AS Cell Spawns. Ah, es hat ja jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert, es wurde ja immer wieder was gespawnt.
Ich nehme jetzt mal das noch dazu. Einfach. Oh, hier rein. Oh. Was war das gerade, Hörer? War der Slot jetzt größer? Ich zeig da drauf, das ist total bescheuert. Mist, ich hab's nicht genau gelesen. Flut. Projiziert eine Sturmsphäre. Verbessert die meisten Funktionen. Ja, komm. Machen wir das mal hier hin. Hier, das dann legen wir wieder auf unseren Dash. Oh! Was war denn hier vorher drin? Was war denn hier vorher drin? Hier passiv automatische Vergeltung bei feindlichen. Oh, was heißt denn jetzt hier Vergeltung? Ach komm, das machen wir mal hier als passiv. Ah, da kriegt er 10 Schaden, der Gegner, wenn der uns angreift, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dafür können wir sonst nichts mehr machen. Okay, dann schauen wir noch schnell bei den Begrenzern. Hier. Keine automatische Aktivierung. Ah, jo, komm. Prüfen. Da steht noch nicht so wirklich viel. Doofi. Ach, das sind ja hier die Hühnchen. Die Chicken. Das sehe ich hier zum ersten Mal. Das, oder ist das sein anderes Bein? Ne, der hat doch gar keine Arme. Ballistisches Startgerät. Geländegängige Fortbewegungen. Störsystem. Rolle Ranger. Okay. Lassen wir einfach mal dabei. Hier können wir noch was prüfen. Ich würde sagen, das machen wir noch schnell. Boah, da geht die Folge so 2 Minuten länger, aber das machen wir noch schnell. Maximilias Darcy. Nicht. Ach stimmt, den Namen hatten wir schon mal, aber noch nicht das Ding. Nicht jeder trägt Kleidung wie Darcy. Noch vor 2 Jahren hatten aber. Warte mal, das haben wir doch schon gelesen. Abhängigkeiten. Ah ja, das hatten wir noch nicht. Im Privatleben litt er unter bestimmten Abhängigkeiten, die er für den Ursprung seines Talents oder eher für die Quelle seiner Inspiration hielt. Unglücklicherweise lag er mit dieser Einschätzung richtig. Nachdem er sich entschloss, diese Abhängigkeiten öffentlich zu machen und sich ihrer zu entledigen, kam seine Karriere nach einer anfänglichen Welle der Unterstützung ins Wanken. Er kam nicht mehr so schnell auf neue Ideen bzw. konnte sich nicht mehr schnell genug realisieren. Dies hatte zur Folge, dass er entgegen den Wünschen seines engsten Vertrauten und Partners seine alten Gewohnheiten wieder aufnahm. Genau zu diesem Zeitpunkt traf Mr. Darcy dann auf bestimmte Personen, die über seinen Zustand Bescheid wussten und ihn zu einem Experiment einluden, das ihn kompromisslos heilen würde. Mr. Darcy glaubte, dass er ohnehin nicht mehr viel zu verlieren hatte und ließ es auf einen Versuch ankommen. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem Entschlüsselungsprozess. Hier steht ja, installiere und verwende die Funktion in einem Passivslot, um mehr zu erfahren. Ja, stand das schon immer da? gucken wir jetzt, ob das alles war. Okay, jetzt, wo das so ist, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.